wunderschöne Botschaft von Gott für dich heute. Hallo, meine geliebten Kinder Gottes. Heute überfließt mein Herz vor Freude, während ich mit dir spreche. Ich, dein göttlicher Vater, breite meine Arme der Zärtlichkeit und des Schutzes aus, um dich in diesem besonderen Moment zu umarmen. Mein Kind, ich, dein Gott, kenne alle Einzelheiten deines Lebens. Ich habe die Kämpfe gesehen, denen du gegenüberstehst, die Situationen, die dir hoffnungslos erscheinen, und wie deine Seele Tag für Tag verzehrt wird. Ich möchte, dass du weißt, dass ich in jedem Augenblick bei dir bin. Schon bevor du geboren wurdest, habe ich dich behutsam ausgewählt. Ich habe dich im Mutterleib geformt. Jede Faser deines Seins ist ein lebendiges Zeugnis meiner Liebe und des Zwecks, den ich für dich habe. Und heute habe ich eine wichtige Botschaft für dich. Das Wunder, nach dem du so sehr zu mir rufst, steht kurz bevor. Bereite dich vor, denn bald werde ich in deinem Leben ein übernatürliches Zeichen manifestieren. Wenn du an deinen liebenden Vater glaubst, hinterlasse jetzt ein Amen in den Kommentaren, um deinen Glauben auszudrücken. Und schau dir dieses Video bis zum Ende an, um deinen Segen zu erhalten. Mein Kind, heute möchte ich, dass du weißt, dass meine Verheißungen an dich ewig sind und meine Treue niemals versagen wird. Inmitten von Herausforderungen und Hindernissen verzweifle nicht. Vertraue mir, denn dein Wunder wird bald geschehen. Jetzt ist die Zeit, an meine Verheißungen zu glauben und deinen Glauben in die Tat umzusetzen. Lass meine Gegenwart dich wie einen Mantel der Gnade und Stärke umhüllen, und ich werde jede Zelle deines Seins wiederherstellen. Alle Tränen, die du vergossen hast, waren nicht umsonst, denn alles, was du durchgemacht und erlebt hast, ist mir nicht entgangen. Die Zeit deiner Ernte ist gekommen, und du wirst ein Wunder erhalten, von dem du geträumt und das du dir gewünscht hast, mit reichlichem Segen. Fürchte dich nicht, denn ich bin der Gott des Unmöglichen, und meine Macht kennt keine Grenzen. Alles, was unerreichbar schien, wird zur Realität werden. Was zerbrochen war, wird geheilt und erneuert werden, denn ich erneuere alles, was du verloren hast. Wenn du dein Wunder erhältst, behalte es nicht nur für dich. Sei eine Stimme der Hoffnung und ein Kanal des Segens für diejenigen, die immer noch auf ihr Wunder warten. Lass mich durch dich fließen, um Heilung, Trost und Hoffnung über die zu gießen, die es brauchen. Denke daran, dass meine Zeit perfekt ist. Vertraue mir, auch wenn du es nicht verstehst, denn ich arbeite für dein Wohl und deine Freude. Gehe in Gehorsam und Gemeinschaft mit mir und wisse, dass meine Liebe und meine Gnade dich in jedem Moment begleiten. Entmutige dich nicht, wenn die Ergebnisse nicht sofort eintreten, denn zur rechten Zeit wird sich dein Wunder manifestieren. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich niemals verlassen werde. Ich bin immer an deiner Seite, um dich zu stützen und zu stärken. Vertraue bedingungslos auf meine Verheißungen, ohne zu zögern. Wenn du mir vertraust, schreibe, ich vertraue auf den allmächtigen Vater. Also, mein Kind, halte dein Herz offen und bereit, das lang ersehnte Wunder zu empfangen. Lass mich der Protagonist deiner Geschichte sein, der dich nach meinem perfekten Plan führt. Denke immer daran, dass dein Wunder nicht nur für dich ist, sondern auch dazu dient, ein lebendiges Zeugnis meiner Macht und Liebe zu sein. Teile es mit anderen und verbreite Hoffnung, wohin du auch gehst. Erinnere dich, mein Kind, ich bin dein Schöpfer, der dich schon vor deiner Geburt kannte, der dich mit Liebe und einem bestimmten Zweck geformt hat. Ich bitte dich, noch einige Minuten auf mich zu hören. Denn ich habe eine wichtige Lektion von Mose für dich. Stille den Lärm der Welt und höre meine Stimme, die in dir flüstert, diese Stimme, die dich leitet und dir die wahre innere Frieden gibt, den du so sehr suchst. Mein Kind, du bist nach meinem Ebenbild und meiner Ähnlichkeit geschaffen, einzigartig und kostbar, mit einer göttlichen Bestimmung, die nur du erfüllen kannst. Vielleicht hast du das inmitten der Hektik der Welt vergessen. Denke daher an die Geschichte von Mose, der von einem einfachen Hirten zum Befreier meines Volkes wurde.
Als ich aus dem brennenden Dornbusch rief, fürchtete er, nicht würdig zu sein, hörte aber meine Stimme, akzeptierte die ihm anvertraute Aufgabe und hielt trotz der Widrigkeiten seinen unerschütterlichen Glauben an mich aufrecht. Am Ende fand er Frieden und Befreiung für mein Volk. So wie in Mose bin auch ich in dir. Ignoriere nicht meine Stimme, die dich ruft. Lass dich von ihr leiten und finde in mir deine Stärke und den Frieden, den du dir so sehr wünschst, mein Kind. Es ist natürlich, dass du Zweifel hast, dass du dich in manchen Momenten verloren fühlst, aber lass mich dich an das erinnern, was in Matthäus 11, Verse 28 bis 30 geschrieben steht. Kommt hier zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Das ist meine Einladung an dich. Komm zu mir. Vertraue mir. Höre auf meine Stimme. Sie wird dich auf Wege des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe führen. Lerne von mir. Finde in mir deine Zuflucht und deinen Trost. Wenn Schwierigkeiten auftreten, erinnere dich an Paulus, der trotz Verfolgungen und Leiden nicht von seinem Glauben abließ. Er hörte auf meine Stimme und ließ sich von ihr verändern. In seinen Briefen lehrte uns Paulus, in allen Umständen Zufriedenheit und Frieden zu finden, denn er wusste, dass ich bei ihm war, genauso wie ich jetzt bei dir bin. Wenn du wie Paulus bist und nicht von deinem Glauben ablassen wirst, schreibe, ich werde einen unerschütterlichen Glauben haben, denn ich weiß, dass Gott bei mir ist. Fürchte dich daher nicht, mein Kind, denn ich, dein Gott, bin bei dir. Gib nicht auf, denn ich gebe nicht auf dich. Höre auf meine Stimme, und sie wird dich zum inneren Frieden, zur Liebe und zur Wahrheit führen. Finde deinen inneren Frieden in mir, und ruhe darin aus. Ich bin immer hier für dich, in jedem Schritt, den du machst, in jeder Entscheidung, die du triffst, in jeder Träne, die du vergießt, und in jedem Lächeln, das du teilst. Ich, dein himmlischer Vater, bin deine ständige Zuflucht, und ich entferne mich nie von dir. Selbst in Zeiten der Unsicherheit und Verwirrung bin ich da und führe dich mit meinem Licht. Und in diesem Unglaublichen, jeder Entscheidung, die du triffst, so klein sie auch sein mag, bin ich anwesend und flüstere dir deine nächsten Schritte in dein Herz, biete Weisheit an, wenn du nur zuhörst. Jede Träne, die du vergießt, jeder Schmerz, den du fühlst, ich fühle mit dir. Du bist nicht allein in deinem Kampf. Tatsächlich nutze ich diese Momente, um deinen Charakter zu formen, damit du noch stärker, widerstandsfähiger und voller Glauben wirst. Erinnere dich an Hiob, der trotz intensiver Prüfungen seinen unerschütterlichen Glauben bewahrte und damit zeigte, dass ich selbst im Tal der Schatten bei dir bin. Und jedes Lächeln, das du teilst, feiere ich mit dir, wie der Vater des verlorenen Sohnes, der seinen Sohn von fern kommen sah und ihm entgegenlief. Ich feiere jeden deiner Triumphe, jeden Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte, dass du weißt, dass ich in allen Phasen deines Lebens bei dir bin, in den Höhen und Tiefen, in Momenten der Freude und des Kummers, in Gesundheit und Krankheit, im Lachen und im Weinen. Ich bin bei dir im Morgengrauen, wenn die Sonne aufgeht, und am Abend, wenn die Sterne am Himmel erscheinen. Also, mein Kind, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Erschrecke nicht, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stärken, dir helfen und dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit stützen. Höre auf meine Stimme, und du wirst finden, wonach du dich sehnst, meinen Frieden. Ich lade dich ein, diese Reise fortzusetzen, indem du mir vertraust, auf meine Stimme hörst, und am Ende wirst du den Frieden finden, der jegliches Verständnis übersteigt, den Frieden, der nur in mir gefunden werden kann. Vertraue mir, denn ich bin bei dir, und nichts ist unmöglich, wenn du deinen Glauben in mich setzt. Gehe mit Integrität und Weisheit, denn ich werde alle deine Wege gelingen lassen. Ich liebe dich, mein Kind, und ich freue mich darauf, dich reichlich zu segnen.
Vergiss niemals, dass meine Fürsorge und mein Schutz dich bei jedem Schritt begleiten. Jetzt schreibe deinen Namen in die Kommentare und empfange meinen Segen im kostbaren Namen Jesu. Wenn du Gebetsanliegen für dich und deine Familie hast, schreibe die Namen in die Kommentare. Wenn dieses Video dein Herz berührt hat, teile es mit anderen, damit auch sie meine Botschaft der Liebe empfangen können. Denke immer daran, ich bin heute und für immer bei dir. Amen. Wenn diese Worte heute ein Segen für dein Leben waren, hinterlasse ein Amen in den Kommentaren und abonniere unseren Segenskanal, um täglich mehr gesegnete Botschaften zu erhalten. Bleibe gesegnet. Lass den Zweifel dich nicht aufhalten. Klicke sofort auf eines dieser Videos und empfange meinen Segen in deinem Leben. Gott möchte weiterhin mit euch sprechen. Gott segne euch und eure Familien. Amen.